Ich habe nicht viel Zeit und deswegen ranke ich heute alle Videos von 2021. Wenn euch das Video gefällt, lasst doch gerne ein Like da. Und vielleicht werden wir das gleiche noch mit den ganzen Videos aus 2022 machen. Viel Spaß! So, ich habe hier eine Tierlist erstellt mit allen Videos aus dem Jahr 2021, die ich hochgeladen habe. 49 Stück sind es. Und ich habe die alle schon in die richtige Reihenfolge sortiert, weil die waren irgendwie ganz random. Und wir haben hier S plus für das beste Video in dem Jahr, dann S, A, B, C, D, E und Aua. Starten wir bei dem ersten Video, beim ersten Starbound-Video. Und ich muss sagen, allein schon, dass es das erste Video ist, muss es weit oben sein. Es muss einfach irgendwo oben sein. Ich würde einfach mal dem ein stabiles A geben, weil, war gut. Das zweite Starbound-Video hingegen, ist jetzt nicht so schmackhaft gewesen. Bin selber nicht ganz so zufrieden damit. Aber muss auch dazu sagen, es war so der Anfang. Das Krypton-D. Dann. Eins der besten Videos, würde ich mal so jetzt behaupten. Ich weiß nicht, ob das das Beste ist, das werde ich am Ende noch entscheiden, aber Roadhook.exe. Wer das nicht gesehen hat, der hat definitiv was verpasst. Es war mein editiertes Meisterwerk vom ganz am Anfang. Und dafür kommt es auch gerechtfertigt auf S. Vielleicht ist es sogar das beste Overwatch-Video von... Ja, das würde ich schon sagen, das beste Overwatch-Video von denen, die ich hochgeladen habe. Doch, doch. Dann, hier. Dann geht's mit League of Legends los. Das erste League of Legends-Video, was ich hochgeladen habe. Toxicity in League of Legends, müsste es, glaube ich, heißen. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Das war der Anfang von einem sehr, sehr tollen Spiel, von einer Spielreihe mit den meisten Videos auf dem Kanal League of Legends. Allein schon, weil es das erste Video ist und das kommt... Schon stabil, würde ich sagen. Auch auf A. Dann Fizz. Das Fizz-Video ist okay. Ist jetzt kein Meisterwerk. Ich meine, ich habe auch alleine gespielt. Sonst sind, glaube ich, alle League-Videos, glaube ich, irgendwie Männer. Würde ich jetzt mal so spontan sagen. Keine Ahnung. C. Ist nichts Besonderes. Ist okay. Dann das erste Minecraft-Video. War tatsächlich ein Speedrun-Video, wo ich, glaube ich, 4 Runs gemacht habe. Ich glaube, ich habe alle nicht. Alle sind, glaube ich, schief gegangen. Keinen habe ich beendet. Keine Ahnung. Ist jetzt nicht... Ist okay. Aber ich würde es einfach mal so auf D packen. Dann das Roadhog-Video. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, das war einfach Team Deathmatch mit Roadhog, wo ich einfach komplett abrasiert habe. Ich weiß nicht, ja, ist ganz funny eigentlich. Standard Overwatch-Video halt. Standard-Video. Kommt auf C. Gute Mitte, ne? Dann... Das Tam-Kench-Video. Oh Mann, was soll ich dazu sagen? Es ist auch ohne Sprechen so, es ist nur Sounds, aber das Problem ist halt einfach. Das Problem ist, das Video sind 30 FPS. Und also diesen Fehler, den ich da gemacht habe, ich weiß nicht, wie ich das hinbekommen habe, aber das schreckt mich bis heute noch auf. Und deswegen überlege ich tatsächlich, ob ich das auf E oder Aua packe. Weil diese 30 FPS, das ist echt nicht schön anzuschauen. Ich weiß nicht. Gut, dann das zweite Speedrun-Video, zusammen mit Vince hier noch, auf dem Thumbnail zu sehen. Ich glaube, wir haben es auch nicht geschafft, durchzuspielen. Aber es war beim witziger als das alleinige Video. Deswegen packen wir das einfach aufs hohe D-Tier. Naja, passt. Dann Overwatch Mystery Heroes. Wenn ich einen Kill mache, als Roadhog, Ende des Videos war es, glaube ich, war ganz funny, würde ich auf eine... Ebene tatsächlich setzen mit dem anderen Roadhog-Video. So, ja. Da sieht man mal, wie schön gespiegelt die Thumbnails waren, wie ich das gemacht habe. Habe ich mich schön dran orientiert. Ja, es ist auch, keine Ahnung, auch nichts Besonderes wirklich so. Dann kommt der Anfang. Ja, oder was heißt der Anfang? So eher das Prequel von einem der witzigsten Minecraft-Projekte auf jeden Fall. Wir haben hier den Minecraft Skyblock Randomizer, den ich, hier habe ich allein angefangen. Ja, war schon ganz funny so, aber ja, am Ende bin ich, glaube ich, einfach verreckt und habe alles verloren. Tja, es war so der Vorgänger von dem restlichen Minecraft Skyblock-Projekt, was jetzt auch dann auch noch kommt. Das kommt dann einfach auf B, würde ich sagen. Vielleicht, wenn es sowas nochmal für eine neuere Version gibt, weil ich glaube, das war die 1.14 oder so, dann kann man sowas mal überlegen, nochmal zu machen. Naja. Gut, dann Apex Legends. Das erste Apex-Video. Es war schon, glaube ich, ganz gut spannend oder so. War auch ganz funny. Ich war, glaube ich, nicht mal mehr schlecht. Aber wir sind
glaube ich, ganz am Ende. Wir sind zweiter Platz geworden. Das war traurig. Aber war okay. Deswegen würde ich das, glaube ich, einfach mal auf Low Seed hier. War okay. Geht besser. So wie die anderen Apex-Videos. Wahrscheinlich von letztem Jahr. Also, wenn ihr Bock habt, können wir auch noch eine Tierlist für 2022 machen. Mit den ganzen Dingern hier. Und wenn ihr wollt, könnte ich auch die Tierlist in die Videobeschreibung packen. Den Link, dass ihr euch das auch selber machen könnt und, keine Ahnung, weiß ich nicht, selber für euch ranken könnt. Man kann hier Save und Download und so machen. Gut, dann kommen wir zu einem der witzigsten Videos aus diesem Jahr. Wie schon erwähnt, gab es dieses Minecraft Skyblock Randomizer Projekt zu dritt und das war einfach nur ein Highlight. Wir mussten die ganze Zeit lachen, weil wir haben nur Scheiße gebaut. Wir haben die ganze Zeit irgendeinen Müll gemacht. Ihr seht es schon hier, was wir da so gebaut haben da unten. Und schon allein deswegen auf jeden Fall S-Tier und vielleicht sogar S+. Das werde ich am Ende noch entscheiden. Aber ist schon funny. Das war, muss ich sagen, eins der besten Videos. Von A bis nach oben zu S+. Auf jeden Fall Videos, die ihr euch, wenn ihr sie nicht angeschaut habt, definitiv mal reinschauen müsst, weil die einfach eine Bereicherung sind für euch und euer Leben. Gut, dann Toxicity in Overwatch. Das Äquivalent quasi zu Toxicity in League of Legends. Aber es ist nur ein, ich glaube, 2 bis 3 Minuten Video von online. Ranked war das, glaube ich. Wo ich aber auch nichts gesprochen habe. Und wo einfach die Mates alle sauer sind. Es ist unfassbar. Ich würde es auf B packen. Ist ganz witzig anzusehen, so ein kleines Video für zwischendurch. Okay, dann kommt das erste Rocket League Video, wo wir zu dritt waren. War echt funny, weil wir haben es auch einfach nicht ernst genommen. In dieser Gruppenkonstellation, wir drei, wir haben das Spiel einfach nicht ernst genommen. Deswegen ist das, glaube ich, auch ein solides B. Vielleicht sogar hier so in der Mitte von B packen wir das. Ist ein gutes Video geworden. Gut, dann kommen wir zu dem ersten Star Wars Battlefront Video. Da waren wir, glaube ich, ja, zu dritt, richtig? Das war auch das erste Video mit Chriso, glaube ich, der dann auch öfter mal in League-Videos mit dabei war. Und schon allein, dass ich so lost war und wie ich die ganzen Abilities und so kennengelernt habe und so, wie, weil die anderen beiden, die waren, sind schon gut drin gewesen und fanden es auch einfach funny, wie komplett lost ich war. Und ich glaube, schon allein das, und einfach weil es Star Wars ist, kommt es, würde ich sagen, einfach auf A. Ja. Okay, die nächsten Videos, die sind, wie soll ich sagen, die kamen generell auch, glaube ich, nicht so gut an, aber die haben halt noch so zu dieser Serie dazu gehört. Da war mal so wieder so ein Low, sag ich jetzt mal, keine Ahnung. Es ging weiter mit dem Minecraft Skyblock Randomizer Projekt. Das war eigentlich eine ganz normale Folge. Die erste Folge war einfach ein kompletter Banger und ab da ging es eher nur so ums Spielerische und wir haben nicht mehr so viel Scheiße gemacht, glaube ich, also das kann man mal eh packen, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann kamen die beiden Terraria-Videos, die zusammengeschnitten waren aus dem Stream. Ja, was soll ich sagen, es waren einfach Livestream-Highlights, nichts Besonderes. Das erste Video war vielleicht noch ein bisschen witziger, weil ich einfach dauerhaft gestorben bin so. Ja, wobei, ja, das kann man schon alles auf E packen, es ist okay. Es sind halt einfach so Livestream-Highlights, die waren jetzt nichts Besonderes. Dann geht's weiter mit dem nächsten Skyblock-Video. Das war ein bisschen besser als das andere. Also es war schon sehr buggy alles. Deswegen einfach dickes D-Tier. Dann der im Nether. Mit den nicht vorhandenen Festungen. Keine Strukturen gab's im Nether. Was hieß, wir konnten auch das Spiel eigentlich nicht durchspielen. Da war irgendwie alles sehr buggy. Auch generell so und ja, es ist auch nichts Besonderes passiert, wir sind ein bisschen ein paar Mal verreckt und so und deswegen kann man das auch eigentlich auf eine Ebene mit den anderen packen. Dann kommt das Volibear-Video. Da waren wir, glaube ich, auch zu viert sogar, ja doch. War funny, ist ein stabiles Video, würde ich auf B, C packen. Definitiv, ich glaube, best, ja, komm B, Low B Tier. Dann das grande Finale von der Skyblock Randomizer Serie. Wie wir alles am Ende in die Luft sprengen und komplett auf einmal alle möglichen Tiere in der Luft spawnen, Enderdrachen, dann finden wir so eine Glitchkiste. Es ist einfach
Das war einfach ein gutes Highlight, ein gutes Finale. Ist ein underratedes Video, das hat, glaube ich, auch nicht so viele Aufrufe gehabt oder so, aber ich fand es schon sehr funny. Deswegen packe ich das tatsächlich auf Low A. Dann kommt als nächstes Here Comes the Boom. Aber das sollte halt so ähnlich sein, so wie dieses ja, Roadhog Exiting. Aber trotzdem ist funny. Ja, geschnitten so mäßig, deswegen ist es auch ein stabiles. Ich würde sagen A. Doch, doch. Dann, das letzte Terraria-Video. Bis auf das Thumbnail hat sich auch nicht viel geändert. Deswegen kommt das auch auf E. So leid es mir tut für mein Spiel. Die Videos bisher, also die Terraria-Videos von dem damaligen Stream, waren jetzt nicht wirklich Bombe. Viel besser waren aber die Streams mit Junosch in Terraria. Da haben wir ja öfter jetzt schon mal im Livestream gequatscht, dass es da wieder weitergehen muss. Und deswegen, ja, demnächst vielleicht, mal schauen. Gut, dann kommen wir wieder mal zu einem echten Banger von Video, von Leak-Video. Natürlich Sonafin, wo Snens und ich zusammen Sona und Seraphine spielen. In der Combo auf der Botlane mit der funky Musik im Hintergrund und wie wir einfach komplett unsere Gegner abfacken mit dieser Combo. Meiner Meinung nach eins der besten Videos auch. Auch deswegen kommt es auch auf S. Und also, was soll ich dazu noch sagen? Müsst ihr euch auf jeden Fall anschauen, falls ihr es noch nicht getan habt. Wer League mag, kann sich das gerne angucken. Und ja, deswegen verdient auf S. Direkt danach kam auch nochmal einfach ein krasser Banger. Raft, das Raft-Video. Wir haben zu viert Raft gespielt und ja, wir waren recht unerfahren so, glaube ich. Wir haben halt einfach Scheiße gebaut, haben ein bisschen uns gegenseitig die ganze Zeit diese Sachen geklaut und so und haben rumgejoked. Und ich weiß nicht, ob ich das auf S packen würde, aber ich glaube definitiv hoch auf A. Ah, so, da war schon, das war jetzt der Krassere, muss ich ehrlich sagen. Dann kommen wir zu dem Rocket League Smurf Video, wo wir mies reingesmurft haben. Aber das Video an sich ist funny, kann man gut auf, würde ich sagen, C-Tier. Doch, C ist glaube ich passend. Dann kommt das GTA Video. Was soll ich dazu sagen? Das ist underrated, würde ich sagen. Also es war echt funny auch so. Wir waren zu viert, haben Scheiß gemacht. Hier haben wir am Ende Tron gespielt, wo ich komplett rasiert habe. Deswegen heißt es, glaube ich, auch der irgendwie GTA-König von Tron oder so. Irgendwie so. Kam zwar nicht so gut an in dem Moment, war auch das erste GTA-Video. Aber meiner Meinung nach war ganz gut. Deswegen packe ich das einfach mal auf C. Dann geht's weiter mit dem Clash-Video von League of Legends, wo wir Clash gespielt haben und, glaube ich, noch das Comeback übelst rausgeholt haben in einem einen Game, aber es, glaube ich, leider nicht zum Pokal gereicht hat, aber ansonsten auch nichts Besonderes. Ja, keine Ahnung, wir waren zu fünf, das macht es vielleicht nochmal ein bisschen besser, deswegen würde ich einfach mal sagen, keine Ahnung, C, ist okay. Dann kommt das Vega-Video, was teilweise ein paar witzige Situationen mit Snens hat. Ist ein witziges Video. Würde ich mal auch tatsächlich auf eine Ebene packen mit dem Volibear-Video. Doch, vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Einfach, keine Ahnung, weil wegen den ganzen Rumgeschrei von Snens und so. Ja, doch, müsste passen. Finde ich, ist gerechtfertigt. Dann kommen wir zu dem zweiten Raft-Video. Ist auch jetzt nicht so krass gewesen, so mäßig. Wir haben so eine riesen Insel, glaube ich, gefunden. Ich musste, glaube ich, die übelste Rettungsaktion starten für Vince. Nicht so gut wie das erste Raft-Video, aber es ist okay. Kann man auf C packen. Dann das Ranked-Video von Overwatch. Wir waren nie weg. War nicht so ein langes Video. War einfach ein Standard-Ranked-Video, wo wir ein bisschen ranked zerstört haben. Nichts Besonderes so. Würde ich tatsächlich auch einfach nur auf C packen. Die Frage ist, wohin? Packen wir das vor die anderen Overwatch-Videos. Dass wir die so ein bisschen so gebündelt haben. Dann auch ein komplett eins der witzigsten Videos. Vergleichbar jetzt mit Raft oder so. Ich kann es jetzt schon vorweg sagen, das werde ich ins A-Tier packen. Der Floating Island Speedrun, den wir hatten, zu dritt, der war einfach, also es war einfach chaotisch, vor allem die Aktion am Ende. Die Aktion, das Endportal zu finden.
wo wir dann die ganze Zeit verreckt sind, unseren Stuff wiederholen mussten und dann teilweise keinen Stuff mehr hatten und wieder 3000 Blöcke laufen mussten, bis wir wieder da waren. Es war einfach ein komplettes Highlight. Und ich glaube, davon ist auch sehr viel im damaligen Best-of oder so drin. Und Video ist auch, glaube ich, recht lang, aber es war einfach ein kompletter Banger. Also wenn ich da jetzt noch dran denke, zu funny. Es war zu funny. Deswegen verdient, ich würde sogar sagen, vor das Raft-Video. Zack. Auf A. Dann das Raft-Video Nummer 3, wo plötzlich zwei Haie da waren. Nachdem wir eingekillt haben, scheinbar gibt es auf Schwierigkeit hart die Chance, dass mehrere Haie spawnen. Bis zu 3 Stück. Und ich musste ewig gesucht werden, weil ich von 2 Haien einfach gewonshottet wurde. Tatsächlich ist es dann aber auch nicht mehr als dieses 2 Haie. Deswegen schwank ich tatsächlich, ich würde einfach sagen, packen wir das auf C. Packen wir es auf C. Unter das andere Raft-Video, da passt es. Dann das nächste LOL-Video, Karma. Ja, Karma Toplane, was soll ich sagen? War nicht so viel Action jetzt halt wie so in den anderen. Und deswegen packen wir das, glaube ich, ganz simpel auf High C-Tier, weil es auch nicht mehr war. Ja. Dann als nächstes der End-Speedrun zusammen mit Junosch. Das erste Video, glaube ich, mit ihm, dass es überhaupt so lange gedauert hat. Ein Wunder. Aber wir haben natürlich jetzt 2022 ein paar mehr Videos mit ihm. Jetzt natürlich oft die Terraria-Streams oder auch in Minecraft. Basu war da auch dabei und Boom, Minecraft Boom und in Mario Kart Streams und so, und jetzt machen wir allgemein jetzt hier ein bisschen mehr ab mit Jonas, ne? Der kommt, glaube ich, auch gerechtfertigt auf, würde fast sogar sagen, Low Beat hier. Ja, doch, passt. Dann kommt mal wieder ein Leak-Video und da haben wir, glaube ich, Urf gespielt und das war komplett funny, weil wir einfach so viel Spaß hatten, Leute rumzuhucken. Das kann man, glaube ich, auch mal packen auf B. Zu den anderen beiden Leak-Videos. Ja, komm, das kommt hier so in die Mitte. Dann kommt der Vorgänger von einem der besten Videos. Und zwar ist es der Anfang gewesen von Rainbow Six. Ich habe mich tatsächlich von meinen Jungs überreden lassen, dass wir Rainbow spielen. Ich glaube, da waren wir auch noch zu viert. Ich bin einfach absolut lost gewesen. Es ist aber witzig gewesen. So meine Anfänge. Kam auch damals gut an. Deswegen kommt das, würde ich einfach mal sagen, auf, keine Ahnung, High Beat hier. Packen wir das mal sogar noch vor das Skyblock-Video. Doch. Okay, kommen wir zu Splitgate. Ja gut, ne? Wer kennt das Spiel jetzt überhaupt noch? Das ist einfach komplett tot, glaube ich. Aber ich hatte meinen Spaß dran. Ist aber halt auch nicht mehr als das. Und es war auch nicht mehr einfach. Deswegen Low Beat hier, muss ich ehrlich sagen. Mehr ist es nicht. So. Wie schon eben gesagt, dieses Video hier, Flashes in Rainbow Six, was heißt es, glaube ich, das war kompletter Abbruch. Also, ich weiß nicht, wie ich das damals hinbekommen habe, aber jede Flash, alle von uns geblendet, nur nicht die Gegner. Ich habe es irgendwie hinbekommen, die ganze Zeit jede einzelne Flash zu verwerfen. Und ich glaube, ich würde es auch heute noch hinbekommen. Und deswegen ist das auch berechtigt eines der besten Videos in diesem Jahr. Ja, zusammen mit dem Thumbnail, mit diesen Flash-Icons, sage ich jetzt einfach mal, war einfach dumm. Es war einfach dumm. Und das ist einfach, ihr müsst dieses Video sehen. Was ihr aber vielleicht nicht sehen müsst, ist das Video, was danach kam. Danach kam noch ein weiteres Rainbow-Video, was jetzt nicht so besonders war. Das ging auch nicht so lang. Ja, was soll ich sagen? Nichts Weltbewegendes. Deswegen kommt das auch einfach auf, tatsächlich würde ich sagen, hohes E. Ja, was soll ich sagen? Dann kommt das Video Top Speed Lilia. Ich bin ein großer Fan von diesem Video. Das war, glaube ich, sogar eine meiner ersten Lilia Jungle Runden damals. Und wir waren halt in einem 4v5. Und ich glaube, mein Midlaner war Yasuo. Wir haben irgendwie das Comeback des Jahres rausgehauen. Ich weiß nicht, wie wir das hinbekommen haben, aber es war einfach, diese Runde war einfach, das war einfach komplett funny. Deswegen packe ich das, glaube ich, auch auf A. Aber packen wir das hier hin. Wollen wir nicht so überheblich werden, ne? Dann kam das Ultimate Spellbook Video, war es, glaube ich. Das erste Mal Ultimate Spellbook. Ultimate Spellbook war schon funny so, aber ist halt auch nicht so krass. Das würde ich halt tatsächlich auf so eine Ebene packen mit diesen anderen Standard-LOL-Videos. So C ungefähr.
hier so. Wahrscheinlich genauso wie das nächste Video, was auch LOL war. Maokai auf der Toplane habe ich da gespielt. Aber sonst ist es auch nicht mehr so. Das kann man ja mit dazu packen zu den anderen. Ich würde sogar fast sogar sagen, hierhin. Ja, doch. Gut, kommen wir zum Minecraft 1.18 Server Highlight Video, sage ich jetzt mal, was auch ein Stream war. Könnt ihr sehen, sind wir 10 Stück oder 8 Leute gewesen? 10 Stück tatsächlich. Oh, krass. Aber es war nichts Besonderes, so mehr oder weniger. Also es war schon cool so, dass wir so viele Leute waren und so und teils ein Streaming-Server, aber ist halt auch wieder nur so ein Livestream-Highlight. Genauso wie halt so diese Terraria-Videos, deswegen würde ich tatsächlich beide Livestream-Highlights, sowohl das als auch das andere, auf E packen. Ja, doch. Dann das letzte Leak-Video des Jahres. Tam Senna, falls sich da wer dran erinnert, zusammen mit Snens, die Tam Senna Botlane war einfach chaotisch. Und was wir da teilweise abgerissen haben, war einfach nur kriminell. Und deswegen alleine schon kommt es, würde ich sagen, weil es auch echt witzig war und echt witzige Momente dabei waren, schon auch auf A. Besser als das Lilia-Video. Doch, packen wir es da hoch und sind auch schon am letzten Video angelangt. Star Wars Battlefront, Video Nummer 2. Was soll ich dazu sagen? War ganz witzig eigentlich. Würde ich jetzt nicht so hochpacken wie das erste Video, weil das nochmal echt ein Stückchen drüber war. Aber so, tatsächlich, könnte man das auf Low B packen. Doch. Weiß nicht. Würde ich so lassen tatsächlich. Ja. Bleibt jetzt nur noch übrig, S+. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Video ihr fandet, was auf S+ kommen würde. Also S+, das beste Video des Jahres 2021. Und ich glaube, ich entscheide mich... schwierig. Ich entscheide mich für... Boah. Tut mir leid, aber ich muss mich einfach für Roadhog.exe entscheiden. Das war auch lange Zeit der Kanal-Trailer vom Kanal, bis es halt das erste Best-of gab. Und es war so dieses erste krass aufwendigere Video so, bei dem auch richtig gute Resonanz kam. Aber dieses Video bleibt natürlich in meinem Herzen. Ja, würde ich sagen, war's das mit dem Tierlist-Video. Es ging jetzt doch länger, als ich gedacht habe tatsächlich. Ich habe jetzt hier schon fast eine Dreiviertelstunde hier ein bisschen gelabert. Und da würde ich sagen, lasst auf jeden Fall ein Like da, tut die Glocke aktivieren, abonniert gerne, schaut auch auf Twitch vorbei oder auch beim Video vom letzten Samstag, was auch immer da gerade kam. Ich habe es einfach schon wieder vergessen, weil ich lost bin. Human Fall Flat zusammen mit Junosch, bei dem könnt ihr auch gerne vorbeischauen. Bis dann und ciao, ciao. Kann ich mir das jetzt runterladen?